Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 26. März 2018. Heute ist wieder ein Schicksalstag. Was heißt es? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben und setzen als Ziel und sie geben das auch nicht auf. Sie lassen sich davon nicht ablenken. Und diese Menschen erreichen auch ihre Ziele und sie haben Erfolg im Leben. Und es gibt Tage, wo wir ganz nah sind zu diesem Traum, zu dieser Vision, machen wir auch die Hoffnung. Und dann gibt es auch Tage, wo für uns das unerreichbar erscheint. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo das umkippt, weil wir fangen an zum Zweifeln. Und da brauchen wir Stärke, Überzeugungskraft und weiterhin daran glauben oder wir geben das auf. Und das sind die entscheidenden Tage. Und weil das beeinflusst unserem Schicksal, nenne ich das auch als Schicksalstagen. Und heute haben wir diese Energie, dass dieser Traum ganz nah ist. Und wir haben auch die Chance, das zu verwirklichen, weil wir sehen auch die Ergebnis oder wir fühlen auch, dass zum Erfüllung geht. Und das ist dieser Schicksalstag und welche Wünsche, welche Träume haben wir? Viele haben einen Wunsch in die liebe Partnerschaft, möchten sie glücklich zu sein. Die anderen möchten sie ihren Berufung leben. Also jeder hat andere Wünsche. Dann gibt es welche, die Reichtum wünschen. Und wir sollen auch diese Wünsche auch akzeptieren. Und diese Wünsche ist in unserem Herzen beschrieben, weil das ist immer ein Herzensangelegenheit und das heißt auch, das stärkt auch unserem Selbst, das stärkt auch unserem Herz. Und wie ist die Einflüsse von Sonne, Mond und die Planeten? Sonne bewegt sich gerade, beziehungsweise das ist die Scheinbewegung, die Sonne in Tierkreiszeichen wieder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Mond hat einen Einfluss auf unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Und hier im Krebs gibt dieses Gefühl, aber auch die Vorbereitung. Und wir sind ganz nah, dass dieser Traum wir verwirklichen können, dass wir das auch glauben. Oder haben wir gerade einen Traum und das bestätigt, dass wir in den richtigen Weg sind. Aber es gibt eine gewisse Spannung und das ist die Spannung zwischen Mond und Merkur und das sind die Gespräche. Das heißt, wenn wir erzählen, wovon wir träumen, dann kommen die gut gemeinten Ratschläge und in dem Moment kippt das alles um und wir geben auf. Mal ein Beispiel. Jemand möchte die Berufung leben. Jetzt ist das Gefühl da und auch diese Überzeugungskraft, ja, jetzt verwirkliche meinen beruflichen Träume. Es steht ganz nah, es erscheint auch sehr hoffnungsvoll sein. Dann kommen die Gespräche und dann kommen die gut gemeinten Rat. Du hast doch einen stabilen Arbeitsplatz, sowas gibt man noch nicht auf. Und du bist nur ein Träumer, wie willst du das verwirklichen? Du weißt gar nicht, wo du dich drauf einlässt. Denk an die Sicherheit und Stabilität. Oder du bist alt dazu oder du hast die Ausbildung gar nicht. Vielleicht ist dieser Rat gut gemeint, aber es ist nicht gut. Und genau diese Spannung durch die Gespräche ist heute da. Das werft zurück. Das werft alles zurück. Und in dem Moment, nach diesem Gespräch, fangen wir an zum Zweifeln
und geben wir auf unseren Träumen. Also achten wir auf diese Spannung und lieber sollen wir diese Wünsche, Sehnsüchte, Träume bewahren und nicht viel davon erzählen. Die andere Spannung ist die Pluto-Einfluss. Die Pluto-Einfluss, dieses Gefühl zu haben, alles oder nichts. Und das brauchen wir gerade bei diesem Traum. Wir sollen alles auf eins setzen und daran fest glauben, dass wir diesen Traum auch erreichen. Und dann kommt die Pluto-Energie dazu, diese Kraft zu haben, ich könnte bei Pluto sagen, die Macht zu haben, alles oder nichts. Wenn wir diese Kraft, diese Macht haben, dann hilft es uns, unsere Träume zu verwirklichen. Wenn wir fangen an, wieder dann zum Zweifeln, und vielleicht gibt es eine andere Lösung oder ich warte noch, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. In dem Moment verabschieden wir immer mehr von unseren Träumen. Und weil das heute energetisch da ist und das fühlen wir auch, das kann unsere Entscheidungen, auch unserem Schicksal beeinflussen. Und was beeinflusst die Mondbewegung? Einmal Vasat, diesem Stern. Vasat heißt übersetzt Mitte des Himmels. Und das ist für uns eine klare Botschaft, im goldenen Mitte zu finden. Aber nicht nur die goldene Mitte finden, die inneren Gleichgewicht, sondern wir sollen auch entscheiden auf dem goldenen Lebensweg. Was ist das eigentlich? Unser Schicksal ist vorbestimmt und das ist das goldene Weg. Unsere Seele kennt das, aber wie oft hören wir auf unsere Intuition? Das sagt doch alles. Wir sollen nur mit unserer Seele in Verbindung kommen und das gelingt, wenn wir meditieren, wenn wir die Ruhe haben. Und wenn wir nicht beeinflussen lassen von äußeren Einflüssen, weil dann fangen wir an zum Zweifeln. Sondern es ist wichtig, zu uns selbst zu stehen, auf unsere innere Stimme zu hören. Das heißt, unsere Seele, unsere inneren Stimme kennt unseren Lebensweg. Wer kennt das noch? Ein Astrologe kennt das noch, weil das ist im Geburtshoroskop genau beschrieben. Das ist doch die goldenen Weg. Was zu Glück führt, zu Erfolg führt, ein glückliches Leben zu leben führt. Jeder Mensch bedeutet das Glück was anderes. Aber das sagt die Seele. Eine möchte zu Hause sein. Bei Familie, bei den Kindern, für andere wäre das nichts. Die möchten beruflich Erfolg haben. Für die eine zählt die inneren Werte oder die Kunst und Kreativität, einen spirituellen Weg für anderen da zu sein. Es gibt auch Menschen, die wollen reich sein, weil das die glücklich macht. Jeder wünscht was anderes. Jeder ist einen anderen Lebensweg bestimmt. Und die Ideale ist einzigartig, wie jeder Horoskop ist einzigartig. Die Frage ist nun, gehen wir wirklich auf diesem Weg? Ich nenne das als goldenen Weg. Nein, wir gehen nicht. Warum? Weil wir machen Umwegen, dann sind wir mal in deiner Sackgasse und dann suchen wir Auswege und sind wir unglücklich, bedrückt uns etwas, wir haben Probleme und wir haben immer mehr Probleme. Und dann kommen Einflüsse von außen, auch von den kosmischen Einflüssen. Dann kommt ein Saturn-Einfluss und schüttelt uns wach. Und Saturn schüttelt uns wach, aber Saturn belärmt uns auch. Also kommen dann die Lernaufgaben. Dann Saturn bringt aus dem Weg weg, wo wir gerade uns bewegen und versucht, uns in den richtigen Weg zu lenken. Egal in welchem Lebensbereich. Dass wir unsere Berufung leben, dass wir glücklich sind in Liebe, Partnerschaft, aber vor allem, dass wir uns zu uns selbst stehen. Das ist wichtig.
Das heißt nicht egoistisch zu sein, aber wir brauchen die Selbstbewusstsein, auch die Selbstliebe, weil das befreit uns. Und wenn wir da aufatmen können und verspüren wir die Leichtigkeit und leben unserem Selbst, dann können wir auch anderen da zu sein. Und genau das beschreibt das goldenen Weg. Und diese Schicksalstagen helfen uns dabei, damit bewusst zu sein. Was wollen wir überhaupt erreichen? Jeder Mensch hat andere Ziele, andere Wünsche, andere Sehnsüchte. Und nun, dieser Vasant beeinflusst unseren heutigen Tag und sagt, es ist übersetzt, das Mitte des Himmels, also unsere Mitte zu finden und unseren Lebensweg zu finden, zurück auf diesem goldenen Weg. Propus bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und das bedeutet die vorderen Fuß, also Schritte machen, etwas vorbereiten. Castor und Pollux bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung, das sind die Zwillinge. Dann können Sie fragen, was suchen die Zwillinge im Krebs? Weil die Mond bewegt sich im Krebs. Die Antwort ist ganz einfach. Diese Tierkreiszeichen, diese Sternbilder sind unterschiedlich groß. Und die verschmelzen sie sich miteinander. Also das kann dann passieren, dass zwei Sterne, wie jetzt Castor und Pollux, die zwei Hauptsternen der Zwillinge, gerade in diesem Bereich Krebs wirksam ist, wo gerade die Mondbewegung ist. Dazu gibt auch eine Geschichte. Es gab eine wunderschöne Frau Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte Frauen und er liebte besonders die schönen Frauen. Und verführte Leda und Leda wurde schwanger. Leda wurde von Zeus schwanger. Das Problem war aber, dass Leda verheiratet war. Sie war verheiratet mit dem spartanischen König und sie wurde von dem König aber auch schwanger und so gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war menschlich, sein Vater war der König von Sparta. Und Pollux war göttlich, weil sein Vater war Zeus, der Himmelsgott. Und die beiden Zwillingen liebten sie sich und die waren immer miteinander verbunden. Aber dann kam das Schicksal. Die Menschen sterben und die, wo göttlichen Abstammung haben, die sind unsterblich. Und Pollux, wo bewusst war, dass sein Zwillingsbruder stirbt, war traurig, weil wollte nicht von seinem Zwillingsbruder verabschieden. Und Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, ich möchte meinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen bei Sterben. Dann möchte ich auch sterben. Ich verzichte auf die Unsterblichkeit. Und Zeus war so gütig zu beiden, dass die beiden im Himmel gesetzt hat. Und das sind die Zwillinge, Pollux und Castor. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung, unserem höheren Bewusstsein. Bewusst zu sein, dass wir ein Teil von der Schöpfung sind, dass wir mit dem Göttlichen verbunden sind. Und das vermitteln die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und heute wirkt auf dem heutigen Mondbewegung, also es ist gut nachdenklich zu sein für unserem höheren Bewusstsein. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen und welche Wünsche können wir gerade erreichen? In diesem Moment, wo diese Energie wirkt, wo wir das spüren, wo wir intensiv spüren, die Sehnsucht oder dieser Wunsch, und es ist so ganz nah und wir möchten das auch erreichen. In diesem Moment zeigt die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf und macht sich bemerkbar. Die Skorpion ist die Alchemie, die Transformation.
Die Alchemisten haben früher versucht, die Metalle zu veredeln und Gold gewinnen. Durch diese chemischen Prozesse wurde auch die Porzellan entdeckt, die meißenen Porzellan. Das so nebenbei. Die Chinesen haben das schon gekannt, aber die haben das alles geheim gehalten. Und durch diese alchemistischen Prozesse in diese geheime Kammerleien wurde die meißenen Porzellan das zufällig entdeckt. Aber wir betrachten das als nicht als chemische Prozesse, die Metalle zu veredeln, sondern unserem Wesen zu veredeln, ein edler Mensch zu sein, die Gefühle zu verbessern. Und es gibt Gefühle, wo ganz, ganz tiefe Frequenz haben, wie Hassgefühl oder Neid oder Eifersucht oder Schuldgefühl. Dazu gehört auch sogar Angst. Und das sind die zerstörerischen Kräfte, weil das zerstört unserem eigenen Leben auch. Sondern wir sollen in einen anderen Gefühlszustand kommen. Und das sind diese alchemistischen Prozesse, übergehen von diesem Gefühlen, das zu transformieren zu Liebe, zu Begeisterung. Weil das ist die schöpferische Kraft. Und mit dieser schöpferischen Kraft können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Und hilft zu der Selbstfindung, ein glückliches Leben zu führen. Und das zeigt gerade die Skorpion. Und die Skorpion hat diese Magie in sich. Das ist die Transformation. Und hier kommen wir wieder zu Pluto-Energie, alles oder nichts. Alles auf eins setzen. Und jetzt geht es um unseren Wünschen. Also das steigt hoch. Und nicht nur die Skorpion, sondern Jupiter auch. Jupiter gibt uns das Glück oder die Möglichkeiten und die Chancen. Und welche Wünsche können die Skorpiongeborenen gerade bewältigen? Wahrgenommen zu werden, Anerkennung zu bekommen, die Wahrheit ins Licht zu bringen, auch die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, gute Chancen zu haben. Sie setzen sich ein auch für Gerechtigkeit. Und sie haben dieses Bedürfnis, diesen Wunsch nach Anerkennung und Respekt zu bekommen. Oder sie möchten etwas veröffentlichen, etwas ins Licht zu bringen. Und sie möchten auch gerade Klarheit und Orientierung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen folgt dann. Sie wollen auch eine Steigerung, auch wahrgenommen zu werden, beruflich erfolgreich zu sein, die Berufung zu leben. Aber viele Schützengeborenen haben den Wunsch, glücklich zu sein in die Liebe Partnerschaft. Oder warten sie auf eine Nachricht, auf einen Termin und die Chancen sind da. Dieser Wunsch geht zum Erfüllung. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen brauchen gerade die inneren Kraft, die Überzeugungskraft. Wenn sie diese Kraft in sich spüren, dann werden sie auch diese Ziel, dann werden sie auch diesen Wunsch als Ziel setzen. Sie brauchen erstmal das Beschreiben, was ist das genau? Die müssen das gerade definieren. Das ist mein Wunsch. Und dann spüren sie auch diese Kraft in sich und sie werden das als Ziel setzen. Und die Steinbockgeborenen erreichen die Ziele, weil sie geben nicht auf. Das ist die Stärke, die Steinbockgeborenen, egal wie schwierig dieser Weg ist. Aber sie müssen erstmal das beschreiben, was ist das genau. Nicht, dass sie denken, oh, das ist so Träumerei und sie gehören nicht zu großen Träumern, sondern das bewusst zu sein, das beschreiben, klar definieren. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen möchten kleinere Veränderungen im Leben. Entweder ein Umzug oder verändern etwas im Privaten oder im Beruflichen
Und sie brauchen auch Sicherheit, Stabilität und auch die Finanzen. Und diese Gewinnchancen bekommen gerade die Wassermanngeborenen. Aber nicht nur gute Chancen, jetzt etwas gewinnen oder die Finanzen in Ordnung zu bringen, sondern sie haben auch jetzt gerade Chancen, in die Liebepartnerschaft da auch glücklich zu sein. Und die Glück liegt in unmittelbarer Nähe. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität, weil sie gründen etwas. Sie gründen die Familie oder bauen ein Haus oder gründen die Selbstständigkeit. Und sie sind gerade dabei, das Beginnen, eine feste Boden unter den Füßen, weil das ist die große Bedürfnis gerade bei den Fischengeborenen. Bei vielen Fischengeborenen kommt mehr Klarheit. Sie wachen auf und sie haben gerade diese Kraft von etwas trennen, verabschieden, was da stört. Und gleichzeitig ist es auch eine Heilenergie, etwas bereinigen, in etwas Heilung bringen, etwas in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Tolle Ideen. Und sie möchten das auch ins Licht zu bringen, präsentieren. Dieser rückläufige Merkur bremst etwas bei den Handlungen, aber die Wiedergeborenen haben diese Kraft, gerade das weiterzumachen und nicht aufgeben. Und diese Kraft kommt von Inneren. Sie spüren diese inneren schöpferische Kraft gerade und sie möchten das verwirklichen. Im Beruflichen oder ihren Ideen umsetzen. Aber nicht nur im Beruflichen kommt diese Veränderung, sondern bei vielen Wiedergeborenen in die Liebe-Partnerschaft. Venus bewegt sich hier in Tierkreiszeichen wieder, also ist auch ein wichtiges Thema, die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist sehr wichtig, dass alles gut läuft. Auch beruflich, dass sie Glück haben und ihre Berufung leben oder ihre Ruhe haben im Beruflichen. Sie brauchen auch diese Ruhe und die Sicherheit und die Stabilität. Aber dieses Gleichgewicht, diese Harmonie brauchen auch in die Liebe Partnerschaft. Und das ist jetzt die Stärke, die Stiergeborenen, das in Harmonie zu bringen. Eine gemütliche Arbeit im Arbeitsplatz, schön harmonisch, aber auch dieses Gleichgewicht in die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, gerade die Liebe. Und entweder sind sie gerade verliebt oder kommt die Leidenschaft. Sie spüren auch nicht nur dieses Luftelement, was die Zwillingsgeborenen ausmacht, sondern kommt die Einfluss von Tierkreiszeichen wieder, eine schöne Verbindung, auch die Feuerelement, auch die Leidenschaft, auch die Begeisterung, weil das ist auch ein guter Einfluss, gerade für die Zwillingsgeborenen. Das sollen sie umsetzen, was sie gerade begeistert, weil das ist die Leichtigkeit, das ist die Luftelement und auch die Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegt sich einiges, sie spüren auch ihre Wünsche. Die Gespräche kann hindern, die Krebsgeborenen, aber auch die Wiedergeborenen, also nicht viel erzählen von diesen Wünschen. Und die Krebsgeborenen sollen bewusst sein, dass sie noch Vorbereitungszeit brauchen, dass es nicht sofort umsetzbar ist, sondern sie brauchen noch eine Wartezeit, bis sich das reift. Und in dieser Wartezeit stehen die Krebsgeborenen in einer Prüfung, ob sie jetzt aufgeben oder nicht aufgeben, alles oder nichts. Das ist der Pluto-Einfluss. Und die sollen diese Macht, diese Stärke zeigen, nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Löwengeborene haben karmischen Themen und das wird in den nächsten Tagen auch noch spürbar sein. Sie suchen ihren Platz im Leben, auch beruflich, auch in die Liebepartnerschaft. Aber welche Wünsche können sie sich verwirklichen? Das hat mit einer Reise etwas zu tun, Kontakte im Ausland oder im Ausland zu leben
oder eine Fremdsprache. Also hat mit Reise was zu tun, was gerade möglich ist zum Verwirklichen bei den Löwengeborenen. Vielleicht ist im Ausland die Liebe oder die Begegnung ist auf einer Reise oder die geschäftliche, berufliche Angebot kommt von Ausland. Also hat mit Reisen, mit Ausland etwas zu tun, diese Wünsche, so kommt es zum Erfüllung. Die Tierkreise zeichnen Jungfrau geboren, möchten Anerkennung. Sie suchen ihre Berufung. Und diese Wünsche, diese beruflichen Wünsche können die Jungfrau geborenen gerade umsetzen. Die Tierkreise zeichnen Wagen geboren, ist wichtig die liebe Partnerschaft. Auch wenn sie jetzt neigen dazu zurückziehen oder sich ablenken und eher beruflichen Gedanken haben oder mehr in die freundschaftliche Kontakte pflegen, ist trotzdem eine wichtige Botschaft für die Wagengeborenen die liebe Partnerschaft, weil das spiegelt gerade etwas, das Leben spiegelt etwas für die Wagengeborenen und sie sollen auf diese Spiegel schauen, weil das ist die aktuelle Thema, die Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen und daran liegt die Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen, in eine glückliche Partnerschaft zu leben oder versöhnen mit jemand. Und die Tierkreise zeichnen Skorpion geborenen, das habe ich erwähnt, genau die Skorpion steigt heute in Osthorizont auf, in diesem Moment, wo diese Wünsche spürbar sind. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.